Kunst Niederösterreich erfüllt die Aufgabe einer Landesgalerie und konzentriert sich vom Programm her auf monografische Präsentationen von Kunstschaffenden, die biografisch mit Niederösterreich verbunden sind und bereits über ein umfangreiches, weithin anerkanntes Œuvre verfügen. Mit den beiden Standorten, der Dominikanerkirche in Krems und der Schettal in St. Pölten, werden zwei Standorte bespielt, die jeweils in ein museales Umfeld integriert sind und einen attraktiven Rahmen für umfassende Werkschauen bieten. Die erste Ausstellung, die hier am Standort Krems in der Dominikanerkirche stattfindet, ist dem Bildhauer Manfred Wackolbinger gewidmet, weil es hier vor allem darum geht, skulpturale Positionen zu zeigen. Sein Werk ist gekennzeichnet durch eine unverkennbare Formensprache und auch ein klares Bekenntnis zur Sinnlichkeit, was seine Vorliebe für das Material Kupfer erklärt, dass aufgrund seiner Farbigkeit und Oberflächenbeschaffenheit etwas sehr Fleischliches und zugleich auch Vergängliches hat. Die Dominikanerkirche ist ein sehr aufregender Raum. Erstens einmal ist er sehr stark. Also es ist, da muss man schon irgendwie was dagegen setzen, was irgendwie Kraft hat. Und eine besondere Problematik ist es, dass der Raum relativ schmal, aber sehr hoch ist. Also das ist sicherlich dazu gemacht worden, damit sich der Mensch sehr klein fühlt und sich seiner Stellung in der Welt bewusst ist, vom kirchlichen Standpunkt aus. Und mit dem umzugehen war für mich irgendwie, also ich habe das so gelöst. Vorne im Chor zeige ich die neuesten Arbeiten, und zwar mit einer Installation, die aus Aluminiumrohr gemacht wurde. Da biegt sich so quasi die Flugbahn dieser Göttervögel durch den Kirchenchor. Wenn man in die Kirche reinkommt, steht man zwischen diesen Traveler-Skulpturen, die eigentlich ausschauen wie Besucher aus einer anderen Welt, und das spielt natürlich auch ein bisschen damit, dass diese Figuren sind größer als wir, sie sind aber figurativ, man kommt sich ein bisschen klein vor. Man kommt dann in einen dunklen Tunnel, in dem dieser Film The Galaxies, die drei Filme Galaxies gespielt werden, und das Licht, das dieser Raum gibt, das wollte ich nicht aussperren. Ja, ich wollte diese Situation nützen auch. Und jetzt baue ich diesen Kubus hinein, und in dem Kubus sieht man eben diesen Film. Man kann auf diesen Kubus auch hinaufgehen, und von dieser Empore kann man dann hinunterschauen auf 30 Jahre meines Schaffens.